Hey, ja, mal wieder was hochladen hier, Freunde. Yo, yo, yo. Und zwar sind wir auf Lakewell. Und jo, nichts Besonderes gewesen. Aber irgendwie doch lustig. Das Replay zeigt schön, wie man manchmal das halbe Spiel verdoppeln kann. Und schlussendlich dann doch noch gewinnt, indem das Gegnerteam noch inkompetenter wie man selber ist. Was ein Deutsch. Aber seht selbst. Ich weiß nicht, es hat irgendwie Spaß gemacht trotzdem. Klein, noch mal. Kleiner. Yo, yo, yo. Gehen wir mal auf mich. Jo. Was gibt es da viel zu sagen? Mein Klicker geht eigentlich. Alles Achter. Eigentlich war das Ding verloren, weil in der Mitte ist die Isar relativ schnell geplatzt. Und ist auf Lakeville tödlich, wenn du hier die Viererlinie nicht hast. Vierer, Fünfer. Eher Viererlinie. Haben wir es mal looky-looky gemacht. Wo kommen aber nichts. Ja, das ist immer, wenn du hier keinen Spotter hast, kannst du es eigentlich fast vergessen. Aber eben, wie gesagt, vom Anfang schon gesagt, das Gegnerteam war noch inkompetenter. Und solche Spiele kann es auch mal geben, ne? Dann war das recht lustig. Und vor allem, weil ich die ersten 5 Minuten nur mit Rumstehen verbracht habe. Lagen wir schon 0 zu 2 hinten. Habe ich kurz überlegt. Valley, aber eben, da steht noch ein Emil. Ja. Wie gesagt, absolut nutzlos. Stand ich da rum. Eins zu drei steht's. Also sah nicht gut aus. Schlecht geschossen. Ich habe halt gehofft, weil die Mitte nicht besetzt ist, komm, versuche ich mal ein bisschen was aufzumachen in der Mitte, aber keine Chance. Und da stand er und stand rum. Und da steht. Uns passiert nichts. Unterdessen schon fast 3 Minuten rum. Schlussendlich habe ich dann auch realisiert, dass ich hier völlig nutzlos bin. Ich glaube, ich nenne das Replay, wie man aus völlig nutzlosem Rumstehen noch gewinnen kann oder so ähnlich. Irgendwas, muss man noch was einfallen lassen. Unterdessen steht es 2 zu 5 für die Gegner. Also eigentlich fast schon verloren. Und jetzt hat sich der Herr Patriot mal entschlossen, ins Geschehen einzugreifen. Der 44er flüchtet schon. Wie gesagt, hier die Mitte absolut ungespottet. Aber seht selbst, wie wir das noch gedreht haben. Es wird Weihnachten. Gell, Centurion? Schöne Deko. Wie gesagt, manchmal hat man Glück. Und das Gegnerteam ist noch inkompetenter. Aber eben solche Spiele gibt es auch. Ja, also es das heißt, niemals aufgeben. Es gibt ja viele Spieler, wenn die das sehen, dann schmeißen die nach 2 Minuten ihren Panzer weg. Aber es kann
kann sich immer mal drehen, so ein Game. Die 5 Perks of the Crew. Oder 6 sind es. Also die absolut beste Crew, die ich auf dem habe. Keine bessere. Stattdessen hat man die Mitte einigermaßen safe. Einigermaßen. Valley hat man geklärt. Und somit hat man das Spiel noch gedreht. Niemals aufgeben, das ist ganz wichtig. Wie im echten Leben, Freunde. Im echten Leben, wer aufgibt, verliert. Der hat schon verloren, bevor er überhaupt angefangen hat. So, das war genug philosophisch. Philosophisches Geschwätz der Rheinmetall. Yes! Da kam er. Oh, Baby. Er hat eine gute Crew drauf. Mitte war wieder gespottet. Und tschüss. Tja. Also ganz, ganz beschissener Anfang, aber furioses Ende. Also war richtig schön. Hat Spaß gemacht. So viel zum Thema. Solche Spiele gibt es natürlich auch. Wie gesagt. Am Anfang lagen wir, glaube ich, 3 oder 4 Panzer zurück. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und manchmal ist das Gegnerteam noch inkompetenter und ihr habt euren Panzer nicht weggeschmissen und schon habt ihr 4 Kills gemacht und mit 2 anderen Panzern das Spiel gedreht. Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und falls nicht, ist auch egal. Schaut wieder mal rein. Wenn es heißt, herzlich willkommen hier mitten in World of Tanks. Also, bis dann.